Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Psalmwort, das uns durch die kommende Woche begleiten soll, begrüße ich Sie ganz herzlich zum Gottesdienst hier in der Kirche St. Anna Steg zum Sonntag Kantate. Und herzlich willkommen denen, die den Gottesdienst im Internet mitfeiern. Er ist heute Abend auf YouTube zu sehen. Unsere Lieder sind wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Lebens. Eingeladen sind wir zu singen vom Wunder der Auferstehung zum Leben. Ein neues Lied sollen wir anstimmen, weil uns die Chance zur Vergebung geboten wird in dieser Welt. So sind wir versammelt in der Dankbarkeit gegen Gott, den Schöpfer jeden Lebens, in der Hoffnung auf Jesus Christus, den Bruder aller Menschen, in der Zuversicht des Heiligen Geistes, des Stifters neuer Gemeinschaft über Grenzen hinweg. Und nun wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir stimmen ein in das erste Lied, Du meine Seele singe, und in der Nummer 302 die Verse 1 bis 4. Wir beten Worte aus dem 98. Psalm im Wechsel miteinander. Er steht unter der Nummer 742 im Gesangbuch. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.
Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Kommt, lasst uns anbeten. Wir beten. Wir sind vor Gott zusammengekommen, um auf ihn zu hören und mit unserem Beten und Singen zu antworten. Nicht immer haben wir Grund, fröhliche Lieder zu singen. Wir erleben in diesen Tagen, wie zerbrechlich unsere Sicherheiten und wie gefährdet unsere Ordnungen sind. Auch Missklänge und falsche Töne stören unsere Lebensmelodie. Einklang gelingt nicht. Anstatt uns aufeinander abzustimmen, gibt jeder seinen eigenen Ton an. Das stößt ab und trennt. Die Liebe, die in der Musik aufklingt, sind wir schuldig geblieben. Gib unserer Stimme deinen Atem. Gib uns Melodien, die von deiner Freiheit singen. Gib uns Kraft. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott hat sich unserer erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. Der Herr gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr. Guter Gott, ein neues Lied wollen wir dir singen, dir zum Lobe und dir zur Ehre. Ein Lied der Dankbarkeit für alles, was du uns schenkst, damit unser Leben gelingt. Ein Lied der Freude über alles, was unseren Alltag hell macht. Ein Lied der Hoffnung auf alles, was uns hilft, Schweres zu ertragen und Trauriges zu überwinden. So bitten wir dich durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus davon, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, zu einem neuen Leben auferstanden sind.
Wie dieses neue Leben aussieht, beschreibt er ausführlich in seinem Brief. So hört, wie der Apostel im 3. Kapitel des Briefes an die Kolosser schreibt, die Verse 12 bis 17 dienen der Predigt als Grundlage. Zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Halleluja! Jauchzet Gott alle Lande, Lob singe zur Ehre seines Namens. Rühmet ihn herrlich, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Das Lob Gottes kann nicht verstummen. Es erklingt nicht nur aus dem Mund der Menschen, sondern auch aus den Wundern der Natur. Letztlich aber sind wir es, denen das Gotteslob aufgetragen ist. So ist auch die Antwort Jesu auf die Bitte der Pharisäer zu verstehen. Wir hören das Evangelium nach Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Auf Gottes Wort antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Kleider machen Leute. So heißt eine bekannte Novelle des Schweizer Schriftstellers Gottfried Keller. Und so sagt es auch der Volksmund. Und in der Tat sagt die Kleidung, die jemand trägt, viel darüber aus, wie er von anderen gesehen werden möchte. Schon Kinder mögen es, sich zu verkleiden. Sie probieren aus, wie es ist, jemand anderes zu sein. Sie schlüpfen in Rollen, dabei verändern sie nicht nur ihr Äußeres, sondern auch sich selbst. Mädchen werden zur Prinzessin, Jungs braucht man nur ein Schwert, Umhang in die Hand zu geben und schon sind sie ein Ritter. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Töchter früher mit den Sachen ihrer Oma von damals sich verkleideten, ein schönes Kleid, Schuh mit Absatz und alles war perfekt. Auch wir Erwachsenen wechseln unsere Kleider in unterschiedlichen Lebenssituationen. Was ziehe ich an zur Konfirmation, zum Bewerbungsgespräch, zur Hochzeit? Was trägt man am ersten Tag eines neuen Lebensabschnittes? Diese Fragen stellen sich immer wieder, besonders an den Übergängen von Lebensphasen. Denn oft beginnen neue Lebensabschnitte mit dem Anziehen neuer Kleider. Auch der heutige Predigttext spricht von der Bedeutung einer neuen Kleidung. Paulus legt uns eine Garderobe ans Herz. Mit neuen Gewändern sollen wir uns einkleiden. Für den Apostel geht es jedoch nicht um einen vorübergehenden Kleiderwechsel oder um ein Gewand, welches unser Lebensgefühl für eine positive Zeit verändern kann, sondern er lädt uns ein, Kleidungsstücke anzuziehen, die von Dauer sind. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Diese Kleidungsstücke sollen uns zur zweiten Haut werden. Es sind Tugenden für das Leben von Menschen unter Menschen. Tugenden, die eine Lebenshaltung sichtbar werden lassen, einem neuen Gewand vergleichbar. Auserwählte Gottes, Heilige, Geliebte, das sind wir. Gott sieht uns als etwas Besonderes an, so wie Eltern ihre Kinder mit liebevollem Blick ansehen. Und dieser Blick verändert, denn es macht einen Unterschied, ob ein Kind mit dem liebevollen Blick seiner Eltern angesehen wird oder mit einem Blick, der nur darauf lauert, dass das Kind etwas falsch macht. Wenn ein Kind spürt, dass man ihm etwas zutraut und dies auch zeigen kann, dann stärkt das sein Selbstvertrauen. Der erhobene Zeigefinger, der schadet nur und nützt nichts. Der Blick, mit dem wir angesehen werden, verändert auch uns. Gottes Blick verändert uns. Und so werden wir, das, was wir in Gottes Augen schon sind, geliebte Kinder, Auserwählte Gottes, Heilige. Doch als solche, die schon von Gott geliebt und angenommen sind, sollen wir auch leben. Paulus beschreibt ganz konkret, wie das neue Leben aussieht. Zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander und seid dankbar. Viele Empfehlungen reihen sich hier aneinander und vielleicht haben wir auch Mühe mit dem erzieherischen Unterton dieser Worte. Die Liebe ist das erste Wort, nicht die Aufforderung zum Kleiderwechsel, sondern der Zuspruch. Ihr seid erwählt, ihr seid geliebt, ihr seid heilig.
Gottes Liebe bleibt, sie ist das Fundament, auf dem wir gehen. Diese Botschaft ist das Herzstück in unserem heutigen Predigttext. Denn wir wissen, dass wir an der Fülle der Ermahnungen des Kolosserbriefs auch scheitern können. Denn wir müssen immer wieder neu üben und schaffen es doch nicht immer, den mürrischen Nachbarn freundlich zu grüßen. Oder dass wir uns nicht ärgern über die Autofahrerin, die uns die Vorfahrt nimmt. Jeden gegenüber geduldig und gelassen zu sein, auch wenn die Hektik des Alltags uns überrollt. Ich weiß auch selbst, dass das nicht immer einfach ist, sich korrekt zu verhalten, und ertappe mich auch selbst dabei und weiß, dass ich das auch immer wieder neu üben muss. Die Tugenden, die Paulus benennt, stellen uns jedoch in ein Aufgabenfeld, in dem wir uns jeden Tag neu bewegen dürfen. Im Bild des Kleiderwechsels kann das so aussehen. Die neuen Kleider liegen schon in unserem Schrank, bereit zur Anprobe. Es sind unsere Kleider. Sie gehören zu uns und stehen uns wunderbar. Und wir entscheiden jeden Tag neu, ob wir sie tragen. Vielleicht ist das eine oder andere Kleidungsstück gefühlt noch etwas zu groß. Vielleicht müssen wir erst innerlich dort hineinwachsen, uns an das neue Kleid gewöhnen. Aber wir wollen es versuchen und ausprobieren, wie es sich anfühlt, es zu tragen. Das heißt, freundlich und geduldig zu sein, den anderen sein zu lassen, ihn zu ertragen, nicht verändern zu wollen, jedem, der uns begegnet, mit Liebe begegnen, nicht nachtragen, sondern vergeben, wo immer es möglich ist. Über alles aber zieht an die Liebe, die ist das Band der Vollkommenheit, schreibt Paulus. Die Liebe ist nicht in die Aufzählung der Forderungen einzureihen, sondern eine Lebenshaltung. Aus ihr erwachsen und leben alle genannten Haltungen und Tugenden. Paulus nennt die Liebe ein Band der Vollkommenheit. Sie ist wie ein Gürtel, der hilft, dass die Hose richtig sitzt. Ohne die Liebe im Herzen würde uns auch die neuen Kleider nicht richtig passen. Sie würden verrutschen oder abfallen. Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Uns, die anderen, eine ganze Gemeinschaft. Wo Liebe regiert, wird das Leben menschenfreundlich und gnädig. Die Liebe gehört untrennbar zu den neuen Kleidern. Sie ist das Accessoire, das dem neuen Outfit ein markantes und persönliches Markenzeichen gibt. Wo findet es sich im alltäglichen Leben und wie wirkt es sich dort aus? Denken wir doch nur daran, wie schnell in den vergangenen Wochen Wohnungen eingerichtet worden sind, um geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein Zuhause zu geben. Oder an die große Hilfs- und Spendenbereitschaft in unserem Land, an vielen Orten. Überall dort, wo Menschen zusammenstehen und füreinander Sorge tragen, wo Menschen all ihre Kraft aufbringen, um einander zu helfen, strahlt das Band der Liebe Gottes in unserem Leben auf. Gott spricht zu uns in der Sprache der Liebe und Barmherzigkeit. Ihr seid erwählt, ihr seid geliebt. Das gibt uns Kraft, Halt und Orientierung auf unserem Lebensweg. Liebe Gemeinde, doch vielleicht erleben wir Gott ja auch noch ganz anders. Im Klang der Musik, im gemeinsamen Gesang, in der Nähe zu anderen. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen, schreibt Paulus. Besonders der heutige Sonntag Kantate lädt zum Gotteslob ein. Singen tut der Seele gut. Und wie sehr gerade auch unsere Gottesdienste von der Musik leben, hat uns die Pandemie gelehrt.
Wir haben es über viele Monate zu spüren bekommen, wie es ist, Gottesdienste ohne gemeinsamen Gesang. Corona hat es noch klarer gemacht, wie sehr uns die Musik gerade im kirchlichen Umfeld fehlen kann. Singen bringt uns zum Schwingen. Wer singt, betet doppelt, sagte einst der Kirchenvater Augustin. Denn Singen bringt uns in die Nähe Gottes. Gemeinsame Lieder, geistliche Lob- und Dankgesänge öffnen aber auch unseren Blick für uns selbst und für andere. Denn miteinander tauchen wir ein in Melodie und Wort, werden eins mit Musik und spüren, wie sie in den tiefsten Schichten unserer Seele wirkt und uns verändert, so zum Beispiel fröhlich macht und getrost. Was spricht Gott zu uns in Wort und Melodie? Ich sehe dich, ich weiß, was dich beschäftigt, ich helfe dir, den richtigen Weg zu finden. Was dich belastet, trage ich für dich, mir kannst du vertrauen. Auch wenn die Glocken zum Vaterunser läuten, spricht Gott zu uns in Wort und Klang. Diese Worte verbinden mit Jesus Christus, sie verbinden uns und die ganze Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der weiter reicht, als wir es fassen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Barmherziger, gnädiger Gott, dein Lob singen wir,
aus Freude an unserem Leben und auch aus Protest gegen alles Elend, das den Jubel deiner Schöpfung erstickt. Breite deine Gerechtigkeit aus über unsere Welt und lass sie im Licht deiner Wahrheit zu neuem Glanz kommen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten zu dir für alle Menschen dieser Welt, die Krieg und die Folgen von Krieg erleben. Seit nun über 2 Monaten legen wir dir unseren eigenen Kontinent ans Herz, auf dem der Krieg weiter wächst. Lass uns bei allem, worum wir ringen, nicht vergessen, dass Krieg gegen deinen Willen ist. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, denen das Singen vergangen ist, weil sie zu Furchtbares gesehen und erlebt haben. Für die Menschen auf der Flucht, für die vergewaltigten Frauen, für die Kinder, die um ihre Kindheit betrogen werden. Für alle, denen Kummer und ohnmächtige Wut die Kehle zuschnüren, bitten wir dich, mach doch ihre Not ein Ende, richte sie auf und gib ihrem Leben eine neue Wendung. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die in der Politik, in der Wirtschaft und in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens Verantwortung tragen. Schenke ihnen den Mut, Fehler zuzugeben und einzugestehen, wenn sie selbst nicht weiter wissen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten zu dir für unsere Kirchen. Führe uns heraus aus ängstlicher Verschlossenheit in Routinen, aus nervöser Unruhe, aus menschlichem Handlungsdruck und Kleinglauben, aus politischen Inanspruchnahmen und begegne uns immer wieder neu, unerwartet. Sei du unser neues Lied, das weiterreicht als alles, was wir singen und sagen können, wenn wir dich loben. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir schließen das Gebet im Glauben an deine Verheißung und wenden uns voller Vertrauen an dich und beten gemeinsam zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir singen das Lied Wie lieblich ist der Main, 501, 1 bis 4. Thank you.
Folgendes möchte ich Ihnen zum Schluss noch bekannt geben. Die nächsten Präsenzgottesdienste feiern wir nächste Woche, Sonntag, der 22. Mai, um 9.15 Uhr in Winsberg und um 10.45 Uhr in Bacharach. Alle anderen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte aus dem Gemeindebrief und dem Amtsblatt. Die Kollekte, die wir am Ausgang sammeln, wird wie jedes Mal noch zweigeteilt. Die eine Hälfte ist für die Dachsanierung Kirche St. Oswald in Manubach und die andere Hälfte ist für die Förderung der Kirchenmusik. Mit Musik und Gesang antworten wir auf Gottes Wort, bringen miteinander Lob und Klage vor ihn und stärken in Gemeinschaft unseren Glauben. Das kirchenmusikalische Leben in den Kirchengemeinden unserer Landeskirche soll auch weiterhin vielfältig gepflegt und kreativ bereichert werden. Der Nachwuchs wird ausgebildet und gefördert. Gemeinsam mit den kirchenmusikalischen Verbänden in der Landeskirche behält so die Musik ihren festen Platz in den Gottesdiensten und im Leben der Gemeinden. Gott segne Geber und Gaben. Als Schlusslied wollen wir das Lied singen: Wir wollen alle fröhlich sein, unter der Nummer 100, 1 bis 4. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Geht mit dieser Botschaft in diesen Sonntag und die uns vorliegende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.